Da haben wir ja noch die Tourenwagen. Und die werden wir dann jetzt auch fahren. Strecken Nürburgring, Jamara, kenne ich nicht. Istanbul Park. Wir können auswählen. Chevrolet oder BMW? Ich bin für BMW. Und los geht's. Dann noch Japan. Und dann haben wir alles da. Okay, Keith Graves. So, wir starten von der Nummer 9, Tom von der 1, ja. Aber sonst geht's dem Jungen gut. Ich hab den Start mal direkt verhauen. Okay, Start verkackt. Wir haben nur 2 Runden Zeit. Doch, Dritter. Endlich mal wieder ein bisschen gemütlicher hier. Oh, Tom! Lässt sich so vernatzen. Oh, echt, ey. Du musst doch eine Menge lernen. Ja, so fährt man im Windschatten. Und so fährt man aufs Gras. Oh, jetzt können wir echt neu starten. Ich darf hier doch nicht mal zurückfahren. Oh. Okay. Das tut mir leid, Leute. Ich bin auf die zweite Strecke in Jamara oder Jarama gespannt. Den sind wir nämlich noch gar nicht gefahren, wenn ich mich täusche. Auto im Arsch, scheiß drauf. Wir sind Dritter. Dein Wagen ist etwas verbeult, ist aber noch allzu schlimm. Zweiter, ja. Dirk Müller, Dirk Müller ist auf der 1. Aber nicht mehr lange. Tom kann anscheinend nicht mithalten. Wow, 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 wow. Aber von meiner Seite aus war es sauber. So, erste Runde um. Und wir sind auf der 1. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, wo Tom steckt. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass er seinen Schock von Amerika noch ein bisschen verarbeiten muss, dass er im letzten Rennen nicht ins Ziel kam. Ein Ausfall. Bei McLaren Pilo. Er ist immer noch nicht unter der Top 4. Nur mittlerweile guten Vorsprung. Wir fahren auf der schwersten Schwierigkeitsstufe, auf Experte. Ich schalte das ja nur beim Driften ein runter, auf Profi. Entweder fahren wir gut oder die fahren schlecht. Ich weiß es nicht.
So. Abgehoben. Yeah. Ah, wir fahren jetzt hier doch dann locker flockig ins Ziel. Und gewinnen. Ist doch super. Ja, wir haben die alle weggeblasen. Wo bist du denn gelandet, mein Freund? Du bist vom Pol gestartet und landest nur auf der 7. Das ist echt... Oh, ne. Tom, da fällt mir nichts mehr zu ein. Ne. Wir führen noch nicht mal das hier an. Die Konstrukteurswertung. Fehlen 2 Punkte. 141.000. Der Tom kriegt nichts. Ist aber auch selber schuld. Wer vom Pol startet und dann nichts abkriegt, ey, das ist... Naja. Ja. Die Strecke kenne ich nicht. Also mal abwarten. 3 Runden. Tom wieder von der 1 und wir von der 6. Ach komm, ey. Hier ist mal die gleiche Scheiße. Jedes Mal machen die mir die Karre kaputt, weil die nicht fahren können. Wir hatten wohl auf der 2, so diesmal Tom 1 und ich 2. Ich sehe dich im Rückspiegel, ich fahre direkt vor dir. Du lässt dich hier vernatzen, Junge. Doch, die Strecke kennen wir doch schon. Genau hinter dir, Kumpel. Glaube ich. Also, die kommt mir bekannt vor. Hey, Kumpel, ich will jetzt noch viel. Ja, wo brauchst du Anerkennung oder was? Ich weiß es doch jetzt. Lasst mich in Ruhe. Tom, hey, ich bin in Führung. Ja, dank meines Ausritts zu Dödel. Aber ich krieg dich noch. Ich weiß. Du schließt langsam die Lücke. Im Moment trenne ich nur 2 Sekunden von Platz 1. Ach nee. So, 2. Runde. Junge, verpiss dich. So, ich muss ja Tom ein bisschen Rücken frei halten. Wer gerade von 1 auf 7 fällt, ne? So, jetzt sind wir aber wieder dran, Tom. Das ist ein Teil von mir gewesen. Wir haben uns da gedreht. Das tun wir diesmal nicht. So, komm, Tom, wir müssen hier weg. Ich will außen überholen. Ich muss da echt Knaller haben. So, wir sind vorbei. Letzte Runde. Ja, bleib dran. Junge, ich hab dir jetzt den Rücken freigehalten. Ich hab dich mitgezogen. Ich will jetzt, dass du den nach Hause fährst, den 2. Platz. Also ich bitte dich jetzt, Tom.
Immer noch Zweiter. Super. Wenn du das jetzt schaffst, bin ich ganz stolz auf dich, mein Freund. Aber er hat die echt am Arsch kleben. Tom immer noch auf der 2. So, wir sind auf der Zielgeraden. Tom auf der 2, der andere Tom auf der 3. Tom auf der 2, Dick Müller auf der 3 und so muss es geblieben sein. Jawohl, Doppelsieg, Doppelsieg. Jawohl, Tom ist wieder auf die 4 nach vorne gefahren in der Fahrerwertung. Und wir führen jetzt die Konstrukteurswertung an. Ich krieg den kompletten Jackpot. Tom müsste den eigentlich auch bekommen. Genau, glatte 210.000. Super, letztes Rennen. Istanbul. Dirk Müller. Wir starten vor der 12. Vom letzten Platz. 3 Runden Zeit. Oh, Junge, Junge, Junge. Tom ist auf der 2. Drehte sich da jetzt aber ganz ordentlich. Hey, Kumpel, ich bin auf Platz 2. Ja, ich bin auf 4. Oh! Oh! Was war das denn von euch? Ja, sorry, Tom, aber irgendwie muss ich da durch. Genau hinter dir, Kumpel. Tom Weebly auf der 1. Gucken, ob wir den noch kriegen können. Ich bin auf Platz 3. Komm, ich zieh dich mit und dann überholst du den hier mit mir zusammen. Was hältst du davon? Ja, wir sind schon wieder nah dran. So, die erste Runde ist um. Und zwar jetzt. So, los geht die wilde Fahrt. Schon sind wir auf der 1. Da können wir auch gerne bleiben. Kein Problem mit. Tolle Leistung. Du liegst vorne. Super, super. Setzt uns schon da langsam ab. Oh, Kacke, ey. Da müssen wir doch nochmal rankommen. Da wollte ich wieder zu viel. Oh. Nee, komm, jetzt dürfen wir Tatsache nochmal neu starten. Ich glaub dir nicht. Mein Scheiß, wir sind so nah dran, ey. Oh, Mucke, was machst du denn da? Komm, das holen wir noch auf. Also, das geht noch.
Gut, bleib da erstmal. Oh, der erste verabschiedet sich. Nick Melder. Oh, das ist natürlich schade. Aber er fährt wieder. Oh, jetzt lässt er sich schon wieder zurückfallen, der Junge. Ist das, wo ich da hin soll? Nein, scheiß jetzt auf alles hier. Müsste nach vorne. Na, wenn es nicht halb, wenn es so halb so schlimm ist, ist ja okay. Da leben wir sowieso mit, das weißt du doch. Nur für unseren Sponsor ist es natürlich ärgerlich. Eine direkte Wiederholung müsste ich noch haben. Wusste ich doch. Da war noch was. Ja, man merkt sofort den Unterschied im Handling, wenn, wenn die Lenkung beschädigt ist und der Vorderreifen etwas kaputt. Ja, bekriegt euch hier mal. Na, echt ein Unfall? Also. So, fünfter. Vierter. Tom wieder ganz langsam. Wir sind jetzt Dritter. Dritter ist auch okay. Dein Teamkollege fährt direkt hinter dir. Junge, Junge. Tom Weebly fährt wie eine besenkte Sau. Oh, da ist einer in Schleuder geraten. Sieht so aus, als wäre es Mike Miller. Der stand aber auch ziemlich quer, da gebe ich dir recht. Ja, wir sind auf jeden Fall dran. Wir könnten sogar noch gewinnen. Aber dafür müssten wir ihn jetzt aber langsam kriegen. Alter, das gibt's nicht. Ah! Oh, ich werde hier nicht fertig. Na, 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 na. So, komm. Jetzt aber. Worauf fährst du denn lang? Nein, der Fahrer hat's gerade gedreht. Sieht so aus, als wäre es Mike Miller. Ach. Vorhin war er noch auf eins im anderen Versuch. Nein, wir sind auf P3, mein Freund. Hey Kollege, ich hänge an dir dran. Ja.
Oh, jetzt hält uns hier nichts mehr auf. Kann nicht sein hier. Arschlecken, erster und tschüss. Jeder Fehler passiert mir garantiert nicht nochmal. Tom immer noch auf der 4. Okay. Sollen wir ein bisschen Anstalten machen, aus Polen zu fahren? So, letzte Runde. Jetzt läuft's doch gut. Boah, da wäre fast weg gewesen. Aber noch gefangen. Ja, man sollte dem Wagen nicht zu viel zumuten. So, das hätten wir. Und falls wir da irgendwo gegenknallen sollten, eine Wiederholung haben wir auch noch. So. Und tschüss. Damit haben wir gewonnen und die Meisterschaft gehört jetzt auch uns. Danke. Ja. So, Tom, bist du ja Vierter geblieben? Ja, sind wir ganz stolz drauf. Wir sind stolz auf dich, mein Junge. Er bleibt auch auf der 4 in der Gesamtwertung. Wir gewinnen. Konstrukteurstitel auch. Also, da alles abgeräumt. So, erstmal fette Sponsoren. Tom kriegt ein bisschen was. 141.000. Da kann er zufrieden mit sein. Gut gefahren. Das Geld hast du dir verdient. Vielen Dank. So, wir sind bei 7,7 Millionen angekommen. Neue Sponsoren. Kappa! Und Sparko! Sparko! Da müssen wir doch direkt mal reinschauen. Zielerfahrer erster Position ist schlecht. Schlecht, schlecht, alles schlecht. Alles schlecht. So. Auch Rave West. Okay. Gut.